Wunderschönen guten Morgen, ich grüße Sie, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich einfach, das Video nochmal mit euch zu teilen. Und zwar heute geht es um Blender-Text. Also ich zeige euch, wie Sie einen Text so in Blender schreiben können und auch mit Cypress-Renderer anziehen, die Oberfläche so schöner machen können. Also wir beginnen mit einem Projekt, in dem wir einfach auf Datei hier gehen und dann Neu drücken und dann haben wir die Möglichkeit jetzt zu starten. Also, und unsere Würfel können wir einfach mit X jetzt löschen. Und jetzt geht es sofort los. Wir können zunächst zum Beispiel eine Lampe hinzufügen. Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel die Sonne hinzufügen als Lampe. Und wir können jetzt zum Beispiel unseren Text hinzufügen. Und wir wechseln jetzt in den Editiert-Modus, um den Text einfach zu schreiben. Also wir wollen zum Beispiel nur Blender schreiben. Wenn wir fertig sind mit unserem Text, dann haben wir die Möglichkeit, auf unsere Eigenschaften hier zu gehen, Entschuldigung, und dann können wir einfach bearbeiten. Bevor wir dahin gehen, dann wollen wir erstmal unsere Ansicht erstmal ändern. Also oben drehen wir unsere Ansicht und dann können wir, Sie sehen, wir sind jetzt momentan oben und wir können hier den Text bearbeiten, indem wir auf unsere Geometrie zum Beispiel, unsere Beliebe, unsere Tiefe zum Beispiel, unsere Text explodieren. Um das zu tun, dann drücken wir einfach hier hin. Sie merken einfach, wie wir unseren Text so, ja, die Tiefe jetzt verändert. Sie sehen schon, wir haben auch die Möglichkeit, unseren Text hier zu estrizieren, wie wir eigentlich haben wollen. Sie sehen schon, was wir da gemacht haben. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, unsere Auflösung hier ein bisschen zu ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Wenn Sie sie reduzieren wollen, dann drücken Sie einfach weiter unten und es wird einfach reduziert. So können Sie die Sachen mit Blender einfach bearbeiten. Also, und jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Schriftgröße einfach zu ändern. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Schriftgröße ein bisschen zu ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Sie sehen schon. Und Sie können nochmal ein bisschen reduzieren, wie Sie eigentlich haben wollen. Wenn Sie fertig sind, dann können Sie den Text zum Beispiel zentrieren und Sie merken, es ist ein bisschen größer. Dann können Sie einfach Ihre Textgröße nochmal ein bisschen hier verkleinern, damit es genau passt. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, den Text nochmal zu skalieren und alles zu machen, wie Sie eigentlich haben wollen. Und jetzt wollen wir zum Beispiel im Material ein neues Material zuweisen. Wir drücken erstmal Material und dann können wir in Cycles-Renderer einfach gehen, wechseln und dann erstellen wir ein neues Material, indem wir zum Beispiel hier landen. Also wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Oberfläche zu ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Wir können zum Beispiel Emission nehmen und hier unten haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Textur auch zu ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Wir können zum Beispiel eine neue Textur einfach nehmen. Um das besser zu sehen, sollten wir einfach unser Projekt einfach ändern. Ja, und jetzt sehen Sie, das ist das Ergebnis des Projektes und Sie haben die Möglichkeit hier nochmal ein bisschen zu skalieren. Sie sehen schon, Sie können noch mal ein bisschen verdunkeln oder ein bisschen so lassen, wie Sie eigentlich haben wollen. Und die Stärke können Sie noch mal hier ändern. Sie sehen schon, jetzt ist es heller geworden und Sie können noch mal verdunkeln, wie Sie eigentlich haben wollen. Und Sie sehen schon, so sieht das Projekt aus. Und wir haben die Möglichkeit, auf unsere Welt zu gehen, um diese Farbe hier hinten ein bisschen heller zu machen. Das zu tun, dann gehen Sie einfach hin, dann machen Sie einfach die Farbe hoch und dann können Sie eine Hintergrundfarbe aussuchen, zum Beispiel Rot können Sie auch aussuchen, Blau können Sie auch aussuchen, wie Sie wollen. Also Sie können einfach eine Farbe holen, die euch am besten so passt. Und natürlich können Sie nochmal zurück hier gehen und Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur die Oberfläche in Emission zu nehmen, Sie können zum Beispiel solche Sachen auch nehmen und Sie können auch Zeichentrick auch nehmen und es wird einfach so sein. Und Sie haben auch viele andere Sachen, Absorption, auch Sie können zum Beispiel alles einfach ändern, wie Sie eigentlich haben wollen. Auch Haar können Sie auch ändern, wie Sie eigentlich haben wollen. Und so sieht das Projekt jetzt momentan aus. Und hier haben Sie immer die Möglichkeit, die Sachen einfach zu ändern. Also hier können Sie zum Beispiel Übergang nehmen. Es wird einfach so sein. Oder Sie sagen, nee, Reflexion. Sie wollen das mit Reflexion haben und so wird es einfach in Reflexion sein. Sie können zum Beispiel die Farbe nochmal hier ein bisschen ändern, wie Sie wollen. Also Sie können eine bestimmte Farbe hier holen und es wird einfach so sein. Und Sie können zum Beispiel die rote Farbe auch nehmen und so wird einfach in Rot sein.
sein. Also Sie können natürlich die Farbe auch ändern, wie Sie eigentlich haben wollten. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, den Versatz hier zu ändern, die Rauchheit auch zu ändern. Und Sie können zum Beispiel nochmal die Rauchheit in V einfach zu ändern. Also Sie haben die Möglichkeit, den Text richtig zu bearbeiten, nochmal wie Sie wollen. Und das ist das Projekt, was wir gemacht haben. Das ist einfach die Oberfläche, ist in H. Und wir haben auch einfach die Farbe geändert. Also und ich freue mich einfach, dieses Projekt, also ich möchte nochmal ein bisschen größer lassen, damit Sie besser sehen können, was wir gemacht haben. Und von daher freue ich mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben. Und ich freue mich, wenn Sie mich weiter abonnieren können. Und ich freue mich auf Ihre Kommentare. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.